Wir freuen uns riesig auf den Petnat. Und das ist einmal etwas ganz anderes, etwas ganz Verrücktes. Es ist ein Schaumwein in der ersten Gärung, in der Flasche. Da freue ich mich schon richtig drauf, wie das wird. Hallo zusammen, es ist Freitag, der 9. November. Heute machen wir endlich unseren Petnat. Natürlich frisch, natürlich prickelnd. Andi hat gesagt, er wird noch schnell den Zuckergehalt messen. Er ist noch fleißig dran. Andi, hallo. Hallo. Und geht's bei dir? Ja, es geht, es geht. Ich hab's langsam. Ich bin schon den ganzen Morgen fleißig am Messen. Und puh, ich weiß gar nicht, wie viel Analyse ich gemacht habe. Aber ich messe den Zucker und den Zucker messen im Grundwein ist extrem wichtig. Es muss genau stimmen und wenn nicht, dann hat man ein Problem. Ich habe zwei Testmethoden organisiert, damit ich ganz sicher bin. Einmal den Cleanitest, das sind so eine Art Brausetabletten. Und einmal so Akkumentest, das ist so wie beim Schwangerschaftstest, da kann man drauf tropfen und dann zeigt es ein Resultat an. Es gibt immer ein paar verschiedene Variationen, deshalb habe ich hier dreimal das gleiche nachgemessen. Und dass ich ganz sicher bin und den Durchschnitt den nehmen wir. Das sind so die Ergebnisse, die ich bekommen habe. Und das zeige ich euch schnell, wie ich das gemacht habe. Zylinder fühle ich genau 1 Milliliter von der Probe. Das muss ganz genau sein. Und dann nehme ich eine von diesen Tabletten. Werfe sie rein und dann schon geht's los. Und je dünker die Farbe ist, desto mehr Zucker hat es drin. Jetzt habe ich hier grün. Da gibt es hier diese Farbstreifen. Da kann man hinhalten. Ein bisschen nachrühren. Jetzt sind wir ziemlich genau in der Mitte zwischen diesen und diesen. Das Ziel ist es, 18 Gramm Zucker zu bekommen. Und wenn man das erreicht hat, dann funktioniert das auch mit der Gärung. Wir freuen uns riesig auf den Petnat. Und das ist einmal etwas ganz anderes, etwas ganz Verrücktes. Es ist ein Schaumwein in der ersten Gärung, in der Flasche. Da freue ich mich schon richtig drauf, wie das wird. Im Frühling könnt ihr ihn kaufen und wir sind schon ganz gespannt. Ja, es ist eine richtig ganz verrückte Sache. Es ist momentan ein bisschen im Trend. Und ja, da freuen wir uns ganz bestimmt drauf. Und bevor ich es vergesse, gefällt euch, was wir hier machen, den Kanal abonnieren. Danke vielmals. Und wenn ihr wissen wollt, den Unterschied zwischen Champagner, Schaumwein und Petnat, hier oben könnt ihr eines von unseren letzten Videos anschauen. Also, jetzt gehen wir abfüllen, ja, und vorbereiten, dass es endlich in die Flasche kommt. So, los geht's, kommt mit. Der Zuckergehalt im Wein ist extrem wichtig, denn wenn es zu viel Zucker hat, dann kann es sein, dass im schlimmsten Fall die Flasche explodiert. Und wenn es zu wenig Zucker hat, ist es der Fall, dass es zu wenig Kohlensäure gibt, respektive er gärt nicht schön. Und Andi, wie ist es bei dir? Hast du es herausgefunden? Ja, also die ganze Analyse, hin und her, zwei verschiedene Varianten und sogar eine Zuckerlösung für den Gaumen hat ergeben, wir müssen 10% vom Wein austauschen. Das machen wir jetzt. Das ist unser Grundwein für den Petnat und der ist jetzt fleißig am Gären. Und hier habe ich die Spindel, man sieht, Zucker ist halt nicht gleich Öchsle, darum muss ich auch immer alles ganz genau analysieren. Und weil das ein Prozess ist, der läuft, also es gärt, und dann muss ich halt genau jetzt wissen, wie viel Zucker das hat,
Darum kann ich es auch nicht in ein Labor schicken, die mir das sagen, sondern ich muss jetzt messen und jetzt abfüllen, bevor hier alles durchgegoren ist. Darum muss ich vor einem zweiten Wein noch ein bisschen hinzufügen, der schon durchgegoren ist, damit wir genau auf die exakten Werte kommen, die wir brauchen. Als Winzer braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl für diesen Petnat, damit es alles richtig funktioniert, dass der Zucker stimmt, damit man am Schluss richtig viel Freude in der Flasche hat. Und jetzt, es ist das erste Mal für uns, wir probieren es und ich hoffe, es funktioniert. Zentimeter müssen raus. Und von dem, der durchgegoren ist, kommen wieder 7,5 cm wieder rein. Mein Mann ist flink wie ein Wiesel. Immer mit dieser Kamera hinterher, aber es kommt gut. Ja, jetzt muss alles zack, zack. Genau, zack, zack. Ja. Geheim. Das kommt gut, das funktioniert. Richtig schön warm. Das hat schon einen Grund. Das ist, damit die Hefe schön durchgehen kann. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre ein richtiger Kälteeinbruch und dann würde die Hefe sofort aufhören zu gären. Es braucht etwa 25 Grad. Du bist warm, he? Das gefällt dir. Ja, ist angenehm. Hat man keine kalten Hände. Verschlossen. Es sind ein bisschen mehr wie 400 geworden. Ja, das Palett ist voll, randvoll fast. Und wohin kommt der jetzt? Der kommt jetzt in den warmen Keller bei etwa 4-25 Grad, damit es sauber durchgehen kann. Ich glaube, ich baue noch eine Heizung hinein, eine Bodenheizung. Aber mal schauen. Eine Bodenheizung? Ja, genau. Ja, das wäre nicht schlecht. Dann haben wir sicher genügend Wärme, damit er durchgehen kann. Ja, das ist ganz wichtig, damit eine konstante Temperatur, sonst wird das nichts. Also, aber eher apropos wird oder nichts werden, wir sehen das. Wir werden euch weiter informieren, wenn es Neuigkeiten gibt. Ob es funktioniert hat oder nicht. Aber ich denke schon, das wird kein Problem. Es ist das erste Mal, dass wir sowas machen, sowas mit mehr als ein, zwei Flaschen. Und ich bin gespannt, ob was wird. Ja, und falls euch der Vlog gefallen hat, bitte Daumen nach oben, liken, abonnieren und überhaupt, was auch immer. Und wir wünschen noch einen super schönen Abend. Die Sonne scheint noch. Wir gehen jetzt noch ein bisschen raus, trinken noch einen Kaffee an der warmen Sonne. Und wir sagen Tschüss!